Wir haben Benedikt Todt und seinen Anwalt in die Sendung eingeladen. Beide schließen auch nicht aus, dass sie zu uns kommen wollen, das aber so kurz nach der Entlassung noch nicht. Ich freue mich aber umso mehr, dass Deutschlands erfahrenste Gerichtsreporterin heute auch bei uns in der Sendung ist. Gisela Friedrichsen, herzlich willkommen bei uns. Sie vertreten da eine sehr klare Meinung und das macht es gerade so spannend, darüber zu diskutieren. Sie sagen über den Fall, der Neffe hat kein Alibi und hat gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Aber jetzt ist ja Lügen kein Vergehen, für das man 17 Jahre in den Knast geht. Ne? Das ist richtig. Nur, wenn man sich mal die Fakten anschaut. Wissen Sie, ich bin auch nicht dabei gewesen, als die Tat passierte. Aber ich kann also nur das nachvollziehen, was die Richter damals gemacht haben. Die haben sich die Fakten angeschaut. Und haben natürlich, wie jeder Ermittler auch, mal gefragt, wer hat denn einen Nutzen eigentlich von dem Tod dieser Frau? Nicht? Das ist ja naheliegend, die Frau hat die hat einen gewissen Bekanntenkreis, ein gewisses familiäres Umfeld. Wer kommt da eventuell in Frage, der ein Nutznießer dieses Todes ist? Aber das würde ja automatisch bei einem Tötungsdelikt jeden Erben zum potenziellen Täter erklären. Man muss ja schon Beweise suchen und in diesem Fall sind es lediglich Indizien, Anzeichen, aber kein Beweis. Indizien sind oftmals sehr viel besser als der sogenannte Zeugenbeweis. Zum Beispiel Zeugen irren sich, fantasieren sich irgendetwas zusammen. Das Indiz, also die Spur, die Fingerspur, die DNA-Spur, auch das Motiv zum Beispiel, das sind durchaus ganz schwerwiegende Sachen, die man ja auch nachprüfen kann. Und hier ist es tatsächlich der Fall, dieser Mann war zum Zeitpunkt des Todes seiner Tante in einem fürchterlichen Dilemma. Er hatte überall erzählt, dass er schon bald Rechtsanwalt ist, dass er jetzt nur noch das zweite Examen machen muss. Die erste Klausur hätte er wenige Tage nach dem Tod der Frau schreiben müssen, wenn er das zweite Examen hätte machen wollen. Aber er war ja längst exmatrikuliert. Er war also schon längst von der Universität verwiesen. Es stimmte alles nicht. Also Sie zeichnen das Bild eines mutmaßlichen Täters, der sich im Grunde in eine Lebenslüge verstrickt hatte. Und aus der er nicht mehr rauskam. Trotzdem bleibt ja die Frage, ob das allein schon einen Mord oder eine Täterschaft bei einem Mord rechtfertigt. Ich will kurz erläutern, es ist ein sogenannter Indizienring gebildet worden. 14 Indizien, die man zusammengepuzzelt hat als Beleg für seine Täterschaft. Das ist vielleicht eine etwas ungeschickte Formulierung des Gerichts gewesen. Genauso, wenn zum Beispiel von Indizienketten gesprochen wird. Wenn dann ein Teil fragwürdig wird oder rausbricht, dann heißt es, oh ja, jetzt ist er unschuldig. Wenn jetzt eine Spur zum Beispiel an dem Jackett der Frau von ihm ist, kann man natürlich immer sagen, ja, er hatte ja Umgang mit ihr, es war seine Tante, vielleicht hat er ihr mal ins Jackett geholfen. Das ist nicht das Entscheidende. Das hat auch das Gericht im Urteil gesagt. Jeder einzelne Punkt aus diesem Indizienring reicht nicht für die Verurteilung. Aber wenn man das Gesamtbild anschaut, das ist wie bei einem Puzzle. Ja, wenn da ein Puzzlestein weg ist, ist das Bild aber immer noch da. Aber die Unterstützer Benedikt Todts fragen sich natürlich, ob nicht manches Puzzleteil quasi gewaltsam ins Bild gedrückt wurde. Denn wenn Sie beispielsweise die DNA-Spuren auf dem Jackett erwähnen, die wurden als ein möglicher Hinweis auf die Täterschaft, als ein möglicher Hinweis gedeutet. Ja. Es gab, wie wir gerade im Film gesehen haben, aber auch die DNA-Spuren an diesem Glas in der Spülmaschine. Auf einmal entdeckt man dort DNA-Spuren, die zu einem Fall von 1981 passen, kurioserweise. Einem Jahr, in dem Benedikt Todt 6 Jahre alt war. Und in dem Fall sagt man wieder, ja, das müssen wir vernachlässigen als DNA-Spur. Das hilft uns hier nicht weiter. Ja, das hilft ja tatsächlich nicht weiter. Weil halten Sie es nicht für möglich, dass sich Ermittler und Richter ab irgendeinem Punkt im Verfahren quasi wie in einen Tunnel bewegen und eine gewisse Brille aufsetzen und Indizien dann nur noch auf eine Lesart hin prüfen, ob sie das doch... Das ist theoretisch natürlich möglich und ich könnte Ihnen eine ganze Reihe von Fällen nennen, wo das auch so gewesen ist. In diesem Fall meine ich, wenn ich das Urteil mir anschaue und wenn ich mir das genau lese und wirklich mal überlege, was hat das Gericht hier zusammengetragen, muss ich sagen, nein, dieser Fall gehört nicht zu denen, in denen ein ganz fürchterlicher Irrtum passiert ist, weil sich das Gericht und die Ermittler und alle gegen den Mann verschworen haben oder sich verrannt haben in irgendeiner Theorie. Es ist halt leider
kein Alternativtäter oder auch kein Alternativszenario irgendwo nur erkennbar. Trotzdem nicht? Kann das ja nicht dazu führen, dass man dann den nimmt, den, der am verdächtigsten ist. Der am verdächtigsten ist bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe? Man hat es ja abgecheckt, man hat es ja abgeprüft und alle die komischen Dinge, also auch sein Nachtatverhalten, das sehr, sehr merkwürdig gewesen ist, die Zeitungen, die man bei ihm zu Hause gefunden hat, die er bei sich in seiner Wohngegend gekauft haben will, die dort aber gar nicht verteilt werden, sondern Stadtteilausgaben vom Wohnsitz seiner Tante. Das heißt, er muss ja, möglicherweise dort gewesen sein. Er muss die von dort genommen haben, um vorzutäuschen, dass es ganz normal ist. Sie hat sich ja jeden Tag so eine Tüte mit Zeitungen bringen lassen da von ihren Angestellten. Und wenn die weg war, da, gut, es ging jeder davon aus, sie liest die und das ist alles ganz normal. Aber um nochmal so ein Indiz zu zitieren. Zeit verschafft. Man weiß, 24 Schläge sind aufs Opfer ausgeübt worden. Man weiß zumindest gesichert, die letzten 4 wurden mit der rechten Hand verübt. Benedikt Todt ist Linkshänder. Das passt wieder nicht zusammen. Also erstens mal, diese 24 Schläge deuten darauf hin, dass der Täter eine emotionale Beteiligung an der Tat gehabt haben muss. Ein Berufskiller zum Beispiel oder ein Berufseinbrecher, der haut jemand einmal auf den Kopf oder zweimal, bis der still ist und geht dann sein Ding nach und holt das, was er sich da erwartet. 24 Schläge braucht man nicht, um solche massiven Schläge braucht man nicht, um Menschen zu töten. Also da muss eine Hasskomponente dabei gewesen sein, die man von einem Fremden, dem großen Unbekannten, nicht erwarten kann. Trifft irgendwo auf Benedikt Todt zu, der diese Tante nicht mehr gebrauchen konnte, weil er wollte das Erbe haben. Er wollte, es war seine ganze, er war abhängig von seiner Tante. Es war seine ganze Existenz hing davon ab, dass die Tante ihm das vererbt, vermacht, dass er da hineinwachsen kann in das, in dieses Unternehmen. Und dann wäre er ein gemachter Mann gewesen. Und so hatte er gar nichts. Ich will abschließend sagen, wir können und wir wollen gar nicht urteilen in diesem Fall. Dafür sind die Gerichte da, das haben Gerichte auch getan. Aber Journalisten dürfen solche Prozesse begleiten und sie auch kommentieren, was Gisela Friedrichsen hiermit für uns getan hat. Glauben Sie, wenn er einen Wiederaufnahmeantrag stellt, und das ist die erklärte Absicht des Verurteilten, dass es zu einem erneuten Prozess kommt, könnte also 17 ganz kurz Jahre, zum Schluss. 17 Jahre nach einer Tat noch zu Erkenntnissen zu kommen, die besser sind oder anders sind als die kurz nach der Tat, ist eigentlich ein relativ schwieriges Unternehmen, denn die Zeugen sind verstorben, die Beweismittel sind verblasst, man weiß das alles nicht mehr. Mein Gefühl sagt mir, wir sprechen möglicherweise noch einmal über dieses Verfahren, das da möglicherweise noch kommt. Spannende Geschichte. Ich danke Ihnen für die fachkundige Begleitung. Gisela Friedrichsen, vielen Dank fürs Hiersein.